doch gar keiner wissen. Ja. Kirschel, ne? Du hast es gar nicht gewusst, ne? So, also das ist hier mein niegelnagelneues Camp. Das wird jetzt der Ersatz für das Weiße Haus werden. Oh. War ein Witz. Dann müssen, warum nicht, ne? Also, dann müssen alle hier im Wasser antreten. Das ist doch toll, ne? Ich nehme schon mal Ratte bei. Da kann ich mal grüßen im Wasser, ne? Doch jetzt, wenn er nicht ganz so tief eintaucht. Ja, das ist schmutziges Wasser. Und das Wasser da oben aus dem Waschbecken, wie nennt er das? Ist auch schmutziges bestimmt, ne? Kommt bitte gut miteinander aus. Ja, schmutziges Wasser. Also, das ist, also er zieht das Wasser gleich hier aus dem See wahrscheinlich. Ist wieder die Winkler-Partei. Die Winkler? Die Winkler-Partei. Und die Herzchen-Partei. Ja, auf jeden Fall. Wir machen ganz viel Herzchen. Für dich auch besonders für dich. Gut. Ich hatte eigentlich nur ein Sporthaus geschmissen. Ich hab da noch was reingeschmissen, genau. Ja, meine Spieldose hat schon ein bisschen Motten angesetzt, ne? Ja, schätz mal Bauvolumen. Na, drei Viertel. Ein Viertel. Ich sag mal, ich krieg vielleicht noch einen Stuhl reingestellt oder sowas. Und dann ist es so. Oh. Ja. Da, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, doch. Nee, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du so viel Budget frisst. Ja. Das ist schon irre. Das ist leider so. Oh Gott, hier unten das. Warten. Man fällt leicht ins Wasser hinein. Das ist richtig schlimm. So frisches Wasser. Also bei mir strahlt es nicht. Hier müsste man arbeiten können, genau, mit der Pause. So, dann habe ich zwei Bodenstücke hier wieder weggenommen. Das kann ich hier nicht wegnehmen, weil dann ist das Gebäude nicht mehr zugänglich hier. Völliger Schwachsinn. Dabei stimmt das gar nicht. Und wenn, Thorsten, wenn er jetzt die Treppe dafür nutzt, um ins Wasser zu gelangen, so wie er es hier vom Steg aus machen wollte, dass du dann hier unten so eine Art, also so ein kleines Bodenbrett hinmachst, dass du dann wie so eine Badeplattform hast, weißt du, ich meine? Ja. Das wird hier zu den Bienen rübergedreht, Chris, wo er hier zu den tiefen Stelle und dann einfach unten so ein Brett rangesetzt. Hatte ich ja alles gehabt, aber ich wollte ja was wegnehmen, damit ich noch mehr hinbauen kann. Er ist ja schon wieder überladen. Leider. Können Sie traurig. Ich sollte echt einmal über das Camp-Budget noch denken, ob man nicht einmal ein bisschen mehr kriegt. Ja. Ich finde das auch. Ich finde das gerecht. Vor allem das Lustige ist, Erik, diese Pfeiler, die kannst du bis auf den Seegrund bauen, die Treppe nicht, ne? Aber hier ist doch mit der Treppe, ich weiß gar nicht, wie man nach oben kommt. Das habe ich schon ein paar Mal den Kopf gestoßen. Dieser roten Treppe hier. Ja, die ist ja auch, die würde ich auch gerne wegnehmen. Die kannst du aber nicht mehr abbauen. Und wie Harry schon sagt, selbst wenn ich jetzt auf der anderen Seite eine Treppe baue, die wo ein Bodenstück ist, kannst du die auch nicht mehr abbauen hier. Mhm. Kannst du nur, dass das gesamte Camp da drauf ist. Okay, also es ist im Grunde nur ein Stützpfeiler. Das ist nur, ja, das ist, ja. Ja. Das ist mein Seegrundstück hier an der Sägerei. Deswegen heißt es ja Seegrundstück, weil es an der Sägerei ist. Ne? Und es ist ja, wenn es woanders stehen würde, anders heißen. Ne?
Katze ist jetzt bestimmt tot. Ich kann mal in meiner Katze gucken. Wollte ich nämlich noch sehen. Einen schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Hallo und herzlich willkommen im ersten Livestream 2024. Ja, ich konnte nicht früher. Ich habe technisch arbeiten. Ich muss mein Eis essen. Ja, das ist ja richtig. Oh, die Katze lebt noch, wehe, die tötet einer. Ich höre sie schon. Boden. Die Mutterkatze, ich habe sie eben so gehört. Wo ist sie? Eine Soße. Wo ist die Mietzi? Nee, ich finde jetzt hier eine tote Katze. Du etwa an dein Haus? Ja. Was? Ich hab die gehört, die Mietze. Das war auch bloß die Sounddatei, wa? Der MP3-Pfeil. Und Teddy. Da oben ist sie immer, ne? Ja, gehört habe ich sie ja eben. Aber sie ist nicht mehr da. Die kommt sowieso nach 10 Minuten wieder. Ich hab's schon wieder gehört. Du sitzt hier nicht irgendwo auf der Fensterbank? Also ich, Sensenwolf schießt alles ab bei dir im Haus. Ist immer ja auf dem. Darf er das? Sensenwolf darf das. Die ist in der Hundehütte, hat sich versteckt. Ich hör sie auch wieder hin. Du auch, ne, Harry? Ja, irgendwas gerade mehr, du. Wo ist die? Hä? Hörst du auch? Heute mal wieder abwesend. Grüß dich. Hallo, ach, Gerrit. Ach, hier ist sie. Gerrit, wo ist sie? Katze. Komm mal, ja. Harry, oh, ja. Komm mal. Jo, du. Wo ist Harry? Und ist hier. Draußen drin, Harry? Im Haus drin. Im Haus. Oben, unten? Oben. Wo ist sie? Hier ist sie, da ist sie. Hä, wo? Auf dem Verband. Ach, auf dem. Oh, da konnte man sie doch nicht sehen. Da sitzt sie da auf. Da ist sie, ja. Die Scheibe, ey. Ich hab's ja doch gehört. Sowas möchte ich unbedingt gerne in meinem Camp haben. Heißt übrigens Cheswick. Cheswick, genau. In Minecraft, Harry, hatte ich auch eine Katze gehabt. Die würde ich gerne zähmen und die müsste überleben. Kirschen, machst du hier gerade Futter rein? Noch nee. Nichts dabei. Verdammt. Der Gerrit ist hier und kommt heute nicht. Gerrit, kommst du heute nicht rein oder kommst du heute noch später rein, Gerrit? Ich frage für einen Freund. Auf See. Hä? Gerrit ist auf Wasser. Gerrit ist auf See? Gerrit, du kannst doch nicht und das geht doch nicht, Gerrit. Du kannst doch nicht einfach ohne uns. Wir kommen jetzt alle vorbei. Ja, wir kommen jetzt alle vorbei, Gerrit. Der Gerrit ist auf hoher See. Grüß dich, mein Freund, mein Junge. Eronox im Twitch. Dankeschön. Follow da lassen, wie gesagt, und gerne. Oh. Ne? Und ihr wisst. Guck mal hier. Dort. Oh, Katz. Ja, unten. Dort. Oh. Eronox grüßt mit der Mietzekatze. Eronox, wann machst du mal wieder mit hier? Oh. Der Loading Screen zulässt. Ehrlich? Da ist Eronox. Ich sehe ihn. Er hat sich reingeschlichen. Hi, mein Freund. Ja, funktioniert, ne? Ich habe mal mit Twitch ein bisschen rumexperimentiert. Ich hatte letztes Mal so eine Software gehabt, die bin an Bord. Ja, hat Erik mir eben gesagt. Aber viel Spaß wünsche ich dir, Gerrit. Ja. So, wo ist der Sensenwolf schon wieder? Oma sitzt hier an der. Ich finde das mit dieser Tafel ganz gut. Ich habe Nuka Cola an Bord. Ist klar, Gerrit. Gerrit, das ist absolut akzeptabel, mein Freund. Oh!
das könnt ihr mal wieder machen. Ich habe wieder Platz. Dun, dun. Kirsch, ich weiß gar nicht mehr, wie das noch ging mit dem Stream. Also wenn ich dann nachher Fragen habe, sagst du bitte Bescheid, ne? Ich danke dir. Nee, dann sagst du Bescheid, wenn du Fragen hast. Gut. Oder wir machen das so. Aufräumen. Aufräumen? Willst du morgen aufräumen, Erik? Nee, Glenn morgen trägt aber Part. Oh. Ich bin gespannt. Kannst du wieder einrichten? Ach so, ja, dachte ich mir schon. Jemand auf dem BDS? Noch nicht. Also jetzt diese Woche noch nicht. Gibt es da schon wieder was Neues oder wie? Ich weiß es nicht. Ich wollte halt einmal fragen, wie es ist, das neue Zeug. Ja, top. Super. Wir haben ja schon Streams darüber gemacht. Das ist richtig gut, das Neue. Das macht richtig Fates. Und Laune. Und ich habe nur gehört, dass es Soundprobleme gab irgendwie. Das ist alles, was ich gehört habe. Ja, kann ich jetzt nicht so wirklich. Ja, eben. Genau. Das einzige, was da halt ist, dass der Sound, der da läuft, das sind keine Probleme, der ist einfach störend, der Sound. Frag mal Erik. Du hast halt den Permanentton vom Raketeneinschlag. Das ist aber gewollt. Das soll dieser der Strudel da oben sein. Na, Kirsche? Na? Oh, die Angel ist hier im Wasser. Hier liegt die Angel im Wasser, Mensch. Die ist leider auch bloß Schrott, die kann man nicht in die Hand nehmen. Das wäre auch noch so ein Ding. Wenn man die hier jetzt in die Hand nehmen könnte. Kirsche, komm raus, du bist nass. Achso. So Leute, was soll ich sagen? Ja. Ich reiß mal vor. Made by Neo. Vor DJ Stick, YouTube Quincy 6 sowieso. Darf ich die Frage äußern, ob ihr die Bombe auf bei den Primeriss. Auf den Primeriss schmeißt, genau. Das ist ja perfekt. Haben wir vor. Hatte ich so gedacht. Oder wolltest du die woanders lieber gerne haben? Vielleicht Abwurfzone könnte ich mir auch gut vorstellen. Abwurfzone? Ja, also direkt bei Stillern Bruderschaftsbunker, ne? Also bei, wie nennt sich das hier? Abwurfstelle V9, ne? Ja, aber die wollen wir ja nicht direkt treffen. Da wollen wir ja drauf stehen auf dem Ding. Da wollen wir ja drauf stehen auf dem Ding. Kirsche, bist du schon runter? Mhm. Aber du bist eh immer schneller als ich. Nein, niemals. Daher musste ich ja ein bisschen. Nie nicht noch. Aeronox, bist du im Ladebildschirm noch oder wie? Benutzerdaten nicht gefunden. Aktiviere Sicherheitssystem auf. Warten Sie auf die Sicherheitsinspektion. Aber ich kriege mich gar nicht mehr ein mit Twitch, Kirsche. Das ist richtig, also.
brauchen wir nichts anderes mehr, wa? Hm. Sicherheitsvorfall im Wohnsektor. Im Wohnsektor? Sicherheitsvorfall im Wohnsektor, Leute, das geht gar nicht. Das ist ja, ne? Nee. Hieronox. Er ist abgetaucht. Harry? Ist auch abgetaucht. Die sind beide mit dem Löwen unterwegs, schätze ich. Bleiben Sie. Kirche programmiert schon. Aber 3 Tage Freikirche, das ist schon puh. Ja. Wenn du jeden Abend streamst, ist das schon ganz schön. Da muss man erstmal wieder reinkommen in den Rausch, weißt du? Ja, bis jetzt läuft das gut. Das lag an der Software, warum das letztes Mal nicht vernünftig klappte. So. Mit dem Live auf Twitch. Also bei mir ist das Feld rot. Ich Feld. Komm nicht durch. Oh, warte mal, einen Moment. Ja. Ich bin noch da. Ja, ich muss noch mal machen, ne? Ja, ich bleib so lange da, du. Hier liegt eine Bohrmaschine rum. Also wenn einer eine Bohrmaschine braucht, hier liegt sie. Und man kann sich die mobile Toilette bauen. Der Bauplan liegt hier auch, wenn einer, ne? Ich sag's ja nur. Habe ich eigentlich genug Sound hier? Ja, jetzt. Flüchtling ist entkommen. Die Festnahme. Ist aber alt und dann. Du warst zu schnell. Nicht durch. Boom. Jetzt bin ich mal gespannt, Kirsche. Sicherheitsvorfall beigelegt. Stopp jetzt. Lebewesen. Alarmstufe erhöht. Kirsche hier. Fass ihn. Greife an. Den hast du aber schnell runtergekriegt. Lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube. Warnung. Reaktorleck festgestellt. Sicherheitsabsperrung. Ja, liebe Freunde, falls das heute etwas Suche sein sollte, ein bisschen ruhiger. Wir haben alle lange Pfingstwochenende durch. Die Kirche. Sich zur Reaktorkontrollstation, um Reparaturen einzuleiten. Das sind dann auch wenigstens richtig braun geworden, Kirche. Wegen der Sonne und so. Nicht? Reaktor
Abstand. Habe ich noch ein bisschen länger. Was? Und mir ein bisschen länger. Ich auch. Sicherheitsvorfall im Reaktorbereich. Ja? Ich habe eben gerade meinen roten Balken gesehen. Oh. Der war schon fast bis zum Ende. Ja, da. Da ist er, der Erik. Wie bitte? Hast du alle Rohre? Jetzt habe ich alle Rohre, ja. Ich hatte eins nicht richtig angeklickt, weil ich auf der Flucht war vor dem MG da oben, weißt du. Neustart durchgeführt. Reaktorsystemintegrität. Aber dann habe ich es doch erwischen können. Beende Sicherheitsabregelung. Öffne Schotttür. Bitte halten Sie die Tür frei. Schotte die Öffner. Die öffne die Tür. Plastikgabel. Wieder Dinge möglich gemacht. So, Tür ist auf. Du brauchst das ja gar nicht.
Ich wechsle die Kerne aus. Erik hatte heute eine Idee und die werde ich definitiv aufgreifen. Ich werde mit Erik und wer gesagt, wer noch Lust hat, mal so 10-Minuten-Videos mal machen. Und da werden wir letztendlich dann erklären, wie baue ich mir eine Powerrüstung. Wie modde ich sie? Wie baue ich mir die Waffe? Wie modde ich die? Wie stelle ich mir das Rüstungsteil her? Wie modde ich mir die? Und, ne? Mhm. Alles immer so Kurzvideos. 10 Minuten Format. Eine Erklärbär. Dann. Hm? Hört sich gut an. Ja, ne? Du bist so ein bisschen so vergriesknabbelt. Du hast so ein bisschen Delay drauf bei dir oft. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was? Ja, manchmal. Jetzt nicht mehr. Okay. Mighty Divey. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Also das mit Twitch, das hatte ich ja früher schon gemacht, das haut hin. Ich mag auch grundsätzlich das Format sehr gerne, weil das sehr übersichtlich ist. So. Für jemand. Funktioniert ja auch. Ja, deswegen, ja. Ich mach's ja auch. Also dann, so wenn das jetzt so hinhaut, wie es ist, dann kann ich immer so doppeln. Das ist ja gar kein Ding. Wie gesagt, das ist ja sowieso seit diesem Jahr genehmigt. Vorfall beigelegt. Du bist offen. Thank you so much. Danke, ich bin sehr matschig. Liegen hier noch ein paar Waffen, Munition, Kissen und nein. Ohne gehen wir da nicht dran vorbei, ne? Ja. Ein Emoji muss gemacht werden, alliweil, sonst bleibt das Ding wieder backen im Silo. Hier liegen die Gazi schon oben auf der Treppe, ne? Der fetzt auch mal hier, der Typ, ne? Der Flinte. Station, ist noch ein jungfräulicher Server, ne? Ne. Würde ich auch nicht sagen, ne. Ne. Was? Wieder und noch. Das ist ein jungfräulicher Server hier. Ne. Ne. Na doch, die ganzen Turrets sind alle noch auf. Ja. Dann ist er jungfräulich. Nein. Siehe Earl, ne? Ja. Ein Earl kommt selten. Ja. Startvorbereitungssequenz eingeleitet. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. An das gesamte Personal auf ihre Stationen. Verlassene Startkontrollleiter. Startkontrollleiter aktiv. Weiter zur Station. Nicht genehmigter Start wird durchgeführt. Sicherheitsteams zum Kontrollraum. Sicherheitsteams zum Kontrollraum. Baue Ersatzsicherheitspersonal. Ein paar Laser sind tatsächlich noch. Ja, ganz, die waren alle noch da. Na, bei mir, als ich eine Runde angefangen habe, nicht. Also ich habe die in der Mitte, die beiden, die oben auf der Brücke, die vier an der Seite von den Treppen und alles, was hier noch ist. Da, wo ich jetzt eben hinten durchging, zwar nicht, aber das kann auch sein, dass der Server die einfach nicht aufgebaut hat. Sie hätten mich auch lieber.
Telemetrieleiter aktiv. Tja, die Frage ist, was ich mal beantworten kann. Aktiv. Tango, Oscar, Delta. Thomas ist auch im Chat. Thomas, sei gegrüßt, Thomas. Hallo. Herzlich willkommen. Ah, das Großen. Ja, ich bin auch gleichzeitig auf Twitch heute online. Vielleicht mal gucken. Gerne ein Follow auf Twitch mal da lassen. Würde ich mich auch freuen, natürlich. Aber wie gesagt, hauptsächlich bin ich auf YouTube unterwegs. Aber gerne auf Twitch auch ein Follow da lassen. Da bin ich auch zur gleichen Zeit gerade jetzt online. Am 1. November diesen Jahres werden sich die Fallout Legends zusammenfinden und gemeinsam in 3 Camps übernachten. Startvorbereitung bei 25%. Jetzt, ich lade dich sehr recht herzlich ein, eine Aussicht zu genießen auf die Bombe. Ja, ich bin ja gerade selber dabei, eine zu starten. Wir sind ja im Silo. Nee, anzukicken, wie sie fliegt. Genau, ja. Meinst du? Genau. Bist du? Hat er recht. Also der Thomas stellte gerade das fest, was ich auch feststelle. Wir sind heute ein wenig ruhiger. Das stimmt. Wir sind alle noch nicht so ein bisschen richtig in Form. Erstmal sind fehlen noch ein paar Teammitglieder. 50%. Dann sind wir alle noch so pfingstgeschädigt. Ich habe 3 Tage Pause gemacht. Davon habe ich 2 Tage, ging es mir nicht so besonders. Will ich mal so sagen, ohne das zu dramatisieren. Da musste ich aus rein medizintechnischen Gründen ein bisschen Break machen. Und ich versuche mich gerade wieder einzufummeln. Thomas, ja, das stimmt, wir sind noch nicht ganz so online. Das ist aber schön, dass dir das auffällt. Das freut mich. Darum merke ich immer, dass ihr uns liebt. Zusätzliche Onkel Sam hat den Channel verlassen, aber ich denke mal wegen seinem Kopfhörer, ne? Startvorbereitung bei. Hey, Onkel Sam, schön, dass du auch da bist. Ja, ich hab das mit einem anderen Channel gerichtet, damit das hier nicht so laut ist. Alles gut. Ja, oh, wir sind heute etwas, wie kann man das sagen, weniger kommunikativ, ne? Ein bisschen. Bitte? Bisschen. Aber nur ein bisschen. Also nur ein bisschen, ja. Den ganzen Blödsinn schon erzählt, den ich erzählen wollte. Wie bitte? Ich hab den ganzen Blödsinn schon erzählt, den ich erzählen wollte. Und hab jetzt zu sehr spät erst wieder sammeln. Na, dann ist doch gut. Wo hat er die jetzt hingeschmissen? Unten, Erik? Ja. Dann warten wir. Kirche, dann warten wir so lange, bis das Ding unten platt ist, ne? Ach, das dauert. Das war eure Röhre. Nee, deswegen sag ich ja. Wir sind hier noch drin. Darum konnte ich dir daran nicht darauf antworten, dass ich ja zu Big Boy aufs Camp kann. Da wollte ich ja hin, aber. Kannst du jetzt, ja. Na, erstmal muss ich das Ding starten. Ey, geh da nicht hin. Ja. Nee, geh da nicht hin. Alles gut. Da kann ich jetzt nicht hingehen übrigens. Da ist mein Spiel eben schwarz geworden. Und mein Spiel wird nämlich auch schwarz. Ich will nicht, dass mein Spiel schwarz wird. Ja, okay, das sollen wir dann tatsächlich nicht, wenn das der Fall sein sollte. Glaube ich aber nicht. Doch, du bist schuld. Kirche, ich habe eine gesprungene Schale. Oh. So, mal sehen, wie lange die Brandbestie unten überlebt. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Hallo, schönen guten Abend, Front Row. Wie geht's dir? Ich grüße mal meine Twitch-Bots, Kirche. Nicht wundern, ne?
Man kann natürlich auch sagen, das ist ein kleiner Pipi-Vogel, ne? Den ich hier gerade heute mal zum Ausdruck bringe. Heute machen wir auch nicht so lange, Leute, nur 3 Stunden. Mhm. Und eine Kirsche? Ja, passt. Mhm. Gut. Also, komm, Kirsche, ehrlich. Wenn, dann quatschen wir richtig Blödsinn. Also, ne? Ihr seid richtig. Heute alle irgendwie ein bisschen ruhiger als sonst. Ach Mensch, Thomas. Thomas, komm doch einfach zu uns in den TS. Du haust so schöne Sprüche rein, Thomas. Ich denke, du würdest richtig gut zu uns passen, zu unserem Team. Ich bin mir sicher. Wenn du den Entschluss gefasst hast, Thomas, dann schick mir eine E-Mail. Du weißt, da unten läuft die Spur längs mit der E-Mail. Dann schick mir eine E-Mail und sag, ach Mann, Quincy hat mich jetzt so lange belabert und besappelt. Ich komme jetzt doch rein, ne, Kirsche? Mhm. Kirsche, du bist heute aber auch so richtig aktiv, ne? Ja. Ihr seid alle ein bisschen ruhiger, also. Ich esse noch nebenbei. Na, ich esse ja nicht. Also, ich habe ja noch nie gegessen während des Spiels. Hm. Ich auch nicht. Mann, doch. Die nehme ich alle hops hier. So, lebt die Brandbestie noch, oder? Ja. Hops, ja. Wow. Ach doch nicht, nee, die, natürlich lebt die noch. Das war doch hier, das war doch Glenn hier, das war doch hier. Nein. Na, warte, Glenn. Oh nein. Ich wecke euch morgens alle zum Fußball. Das im Fernsehen. Außer die Mädels. Dankeschön. Schlüsselkarte angenommen. Tastenfeldzugang gewährt. Benutzerdaten abgelaufen. Die Benutzerdaten sind abgelaufen. Bitte eine neue Startkarte einführen. Ups. Wir sind in Alfi, ne? Dann geben wir den Code mal ein. Zugang gewährt.